Tag 12. Tja, Leute, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück hier bei einer neuen Folge Pineu Drive, wo wir im letzten Part ja eigentlich relativ viel zu tun hatten. Ja, naja, gut, was heißt relativ viel? Mehr oder weniger zu tun hatten mit dem Clown, weil er, also der Typ, den wir hier spielen eigentlich, ja der Meinung war, dass er ihn weggeräumt habe. Aber er saß nach wie vor noch immer auf seinem Platz. Und er hatte sogar Linda dann wohl irgendwie gefragt gehabt, ob sie die da irgendwie wieder hingesetzt hatte. Aber nein, sie schwor, sie hat die Puppe nicht einmal angerührt. Und jetzt hat er sie wohl wieder weggeräumt. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob die jetzt tatsächlich weg ist. Aber natürlich freut mich natürlich... Und natürlich freue ich mich natürlich. Ist schon jetzt so geil. Nee, natürlich freue ich mich auch, dass ihr wieder mit dabei seid, um euch mit mir eine Runde zu gruseln. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Clown weg ist. Natürlich nicht. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Die Ratte. Haben wir jetzt auch mal. Huch. Was ist das denn? Ach, die scheiß Tür ist zu hier. Meine Güte. Und wir haben hier immer noch keinen Strom. Wir wissen jetzt aber natürlich auch gar nicht so wirklich, wo wir hin müssen, ne? Da, jetzt guckt er wieder nach da! Ist das krass, Alter. Der macht mir wirklich am meisten Angst hier momentan. Der Kollege, weil der schon immer wirklich die ganze Zeit da jetzt sitzt und noch nie was wirklich passiert ist. Das macht mich doch schon ein bisschen... kirre, langsam. Ehrlich gesagt, was ist denn da neben der Vogelscheuche jetzt? Steht da irgendwas? Oder stand das schon immer da und ich habe da bloß nie drauf geachtet? Wir haben jetzt auch nicht so wirklich einen. Wir haben jetzt auch nicht so wirklich was bekommen, wo wir hin müssen oder sollen. Ne? Was ist denn da daneben? Wie gesagt, die ollen Krähen sind ja jetzt auch zu hören, aber wo sind die denn? Vielleicht spielen die auch... Ach, das ist bloß ein Grasbüschel. Ich sag doch, die hat sonst gerade ausgeguckt. Was nun? Alter, jetzt fängt das an zu regnen hier. Und so ein scheiß Geräusch. Das hat 100%ig wenn wir damit auch noch irgendwie was zu tun haben nachher. Mit der Vogelscheuche, die wird uns auch noch einen schönen Schrecken einjagen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier liegt jetzt aber auch nichts weiter. Wir haben jetzt wirklich gar keinen Anhaltspunkt. Wohin? Was wir machen sollen, wie auch immer. Hier war noch zu. Ja, einen Schlüssel haben wir natürlich auch nicht mehr, ne? Der letzte Raum, wo wir eigentlich drinnen waren, war ja hier hinten bei den... wo die, die ganzen Dinger hier fortgespielt haben. Ja, hier, die Uhren. Aber auch hier kein Schlüssel und gar nichts. Eigentlich ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn ich mal eine Kerze anmache in diversen Räumen, wo wir schon drinnen waren jetzt, oder? So wissen wir dann wenigstens auch immer gleich, wann wir wo schon drinnen waren. Vielleicht sollte ich das wirklich mal lieber so machen. Und hier sind jetzt wirklich noch ein Haufen Türen, die zu sind, ne? Okay, hier sind... Ach, dann ist wieder der Durchgang hier, okay. Das heißt, hier kommen wir doch auch wieder zum Clown, ne? Nee. Hä? Bin ich jetzt wieder völlig verkehrt? Ach, hier war der Sorte... Hier war jetzt das Badezimmer, richtig.
Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, ne? So ein riesiges Haus und bloß so ein kleines Badezimmer. Wo nicht mal eine Dusche hast. Ich höre doch schon wieder Schritte hier überall. Und das sind nicht nur meine. Definitiv nicht. Ach, wir sind jetzt sogar hier oben. Natürlich. Aber wo sollen wir denn jetzt als nächstes hin? Okay, komm, hier ist eh nur so ein Abstellraum. Hier ist der Raum, wo wir immer pennen, ne? Richtig. Sollen wir hier vielleicht mal nochmal wieder irgendwas aktivieren? Warte mal. Alter, lass an die Kerze. Krasse Scheiße. Da geht einfach wieder die Kerze aus. War durch so einen Windzug, Luftzug. Macht mir ja schon ein bisschen Sorgen hier, manche Sachen. Aber ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wo wir hin sollen. Das ist natürlich. Alter. Entweder war das wirklich gerade Zufall, dass ich hier so genau gestanden habe. Oder er hat sich wirklich zu uns hingedreht. So eine Kleinigkeiten, die machen einen schon manchmal, ja, fertig. Ehrlich gesagt, wir können ja mal kurz gucken, wie spät ist es denn jetzt? Es ist jetzt... Kamen diese Geräusche aus dem Schachzimmer? Schachzimmer, Schachzimmer, wo war das Schachzimmer? Das Schachzimmer war oben. War das oben? Ich glaube ja, dann brauchen wir... Ich glaube, ab 4 Uhr, da kriegen wir einmal diesen Hinweis. Eventuell, wenn er denn einen Hinweis hat für uns. Ich glaube, das Schachzimmer war oben, ne? Nee, das müsste jetzt hier geradezu sein. Hier jetzt. Geräusche aus dem Schachzimmer. Aber... Spielen wir jetzt hier Schach? Alter, krasse Scheiße. Schachmatt. Und dafür bekommen wir einen Schlüssel. Und da liegt noch einer. Jetzt sag mir nicht, der lag hier vorher auch schon. Okay, ist ja... Batterie. Hat ja was Gutes, da wir jetzt wenigstens wieder zwei Schlüssel schon mal haben. Jetzt haben wir hier aufgeschlossen. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, wir haben ja gleich noch einen. Da geht's. Ach, genau, da war hier. Okay. Okay, da ist doch alles ein bisschen miteinander hier verbunden. Okay. Hier geht's wieder rein. Hier sind wir in der Küche, so wie es aussieht, oder? Kannst du mir doch nicht sagen, dass das hier alles so frisch ist? Ich denke, hier war seit Jahren niemand mehr. Aber das Obst. Hier. Alter, lass die Kerze bitte an. Hier genau so. Hier, ein Stückchen Fleisch liegt hier noch. Alles noch frisch. Kannst du doch keinen erzählen. Dass hier seit Jahren niemand mehr war. Ein weiterer Schlüssel, den ich eben schon wieder fast gar nicht gesehen hätte. Ich wollte auch schon wieder gerade sagen, was hat mir der Raum jetzt gebracht, aber... Alter... Da habe ich auch richtig Schiss vor, dass
wenn dieses Geräusch kommt, dass wirklich irgendwann mal jemand hinter uns steht oder so. Okay, geht nicht. Geht nicht. Und hier war das Zimmer mit den Uhren. Da war auch noch eine Tür. Passt der denn jetzt hier vielleicht? Nein. Wo war noch eine Tür? Leute, wo war noch eine Tür? Jetzt muss ich echt kurz überlegen. Runter, runter, runter. Hier sind noch diverse Türen gewesen, ne? Hier vielleicht? Auch nicht. Hier. Warum das Geräusch eben? Nein, bleib auf! Da liegt ein Zettel. Da liegt ein Zettel, da liegt ein Zettel, da liegt ein Zettel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist hier vielleicht noch irgendwo gleich ein nächster Schlüssel? Nee, aber Batterien. Ja, drei Batterien. Kannst mal gleich immer nachladen. Da ist eh zu. Okay, was haben wir denn hier für eine Notiz? Heute Morgen war der ganze Hof um den Brunnen voll mit Krähen. Linda hat sich zu Tode erschrocken. Ich habe die Biester verjagt. Ui, na, das wird ja nun, was die gebracht haben. Wenn du die jetzt verjagt hast, die kommen nie wieder. Nee, die bist du jetzt los. Für immer. Wenn du bloß immer so weggejagt hast, weggescheucht, wie auch immer, die kommen nie wieder. Tag 13. Hoffen wir mal nicht, dass jetzt auch noch Freitag gerade ist. Das wäre fatal, glaube ich. Okay, wir haben aber auf jeden Fall einen Hinweis bekommen für draußen am Brunnen. Wir halten uns auch gar nicht lange auf. Noch ist es nämlich ein bisschen hell. Und es plattert natürlich wieder. Meint er denn den Brunnen hier oder meint er den Brunnen da hinten, den kleinen? Weil wir haben ja. Im Prinzip haben wir ja eigentlich noch einen kleineren Brunnen. Aber hier sehe ich jetzt so auch nichts. Vielleicht meint er die da hinten ja. Wir dürfen gespannt sein. Und wenn es tatsächlich so ist, heißt es ja nun nicht, dass da schon direkt was liegt. Genauso sieht es nämlich aus. Hier ist gar nichts. Weil das ist ja nur oben Brunnen. Das leuchtet ein, ne? Das leuchtet ein. Und noch einen haben wir ja hier gar nicht. Ich meine, die fliegen ja da umher. Das war ja nun schon zu sehen, aber. Und wirklich was gefunden haben wir dadurch ja nun auch nicht. Das ist es ja, das ist es ja. Ich glaube, hier draußen hatten wir jetzt auch wirklich gar nichts weiter liegen gelassen, ne? Batterien und so einen ganzen Kram haben wir auch schon mitgenommen, ne? Die jetzt hier draußen waren. Naja, die spielen da total verrückt. Vielleicht müssen wir da doch noch mal hin. Und ich habe ja noch immer die Vermutung, dass das auch immer erst ab einer bestimmten Stunde was passiert. Also das ist wirklich meine Vermutung. Die sich auch schon ein paar Mal bestätigt hat. Kommen wir hier durch, jo? Ist denn jetzt hier irgendwie was am Brunnen? Die Krähen sehe ich jetzt aber nicht mehr. Sind zwar noch zu hören, aber ich sehe sie nicht mehr. Aber hier ist doch nichts. Linda hat sich zu Tode erschrocken vor die Krähen. Warum?
Warum erschreckt man sich denn davor? Irgendwie wäre ich hier jetzt auch schwer nicht wirklich schlau draus. Haben Sie vielleicht einen Schlüssel, gnädigste? Eher weniger, oder? Hier ist doch gar nichts. An dem Brunnen, oder sehe ich das bloß schon wieder nicht? Ich gehe jetzt hier schon extra ganz vorsichtig und langsam rum, aber ich sehe hier gar nichts. Nichts. Ich meine, gut, ist ja jetzt auch nicht gesagt, dass das direkt dafür jetzt der Hinweis ist, dass wir da hin sollen, ne? Aber ja, gut. Denkt man sich aber jedenfalls so, ne? 1 Uhr. Okay, so lange wird das nicht mehr auf sich warten lassen. Und wir gehen nochmal gucken, was der gute Kumpel Clowny macht. Natürlich sitzt er da. Wir gehen einfach mal hin. Hallo, mein Freund. Alles okay? Ich drück einmal die Hupe für dich, ja? Das ist doch lustig. Alter. Das ist doch ganz lustig, ne? Ja. Du bist ein ganz lustiger. Oh, Alter, jetzt dreht er sich ja ständig zu uns hin. Irgendwas scheint draußen im Hof los zu sein. Natürlich, jetzt ist was im Hof los. Ist ja klar. Das kann ja auch jetzt erst sein. Und da bestätigt sich doch meine Vermutung wieder. Aber ich gehe doch jetzt da nicht raus. Sehe ich hier nicht irgendwas durch die Fenster? Was war das? Schon wieder? Ich sehe ja nicht mal was. Was machen denn die Vögel da? Okay, ich kann mir schon gut vorstellen, was jetzt gleich passiert. Die fliegen jetzt hier bestimmt rein. Das kann man schon so ein bisschen deuten. Gerade. Dass jetzt was mit den Krähen passieren wird. Hundertprozentig. Nee, doch nicht. Warum fliegen die alle auf eine Stelle? Hallo? Piep Mats? Das ist ja sehr merkwürdig, wa? Das ist ja sehr merkwürdig. Da. Da liegt doch eine, oder nicht? Was ist das? Ah! Alter! Was ist das? Seit wann hier Batterien, bitteschön? Es scheint was. Ja, da wart jetzt denn hier schon wieder, oder? Wie darf ich das jetzt verstehen? Jetzt sind sie losgeflogen, ja. Sind die denn jetzt. Muss ich jetzt wieder rein, oder? Muss ich jetzt wieder rein, oder? Ich meine, das ist ja wirklich gut, dass der einen halt so immer einen kleinen Tipp gibt, ne? Wenn man jetzt wirklich gar nicht mehr weiterkommt, da das nach einer bestimmten Zeit einen doch ein bisschen geholfen wird. Manchmal ist das nämlich wirklich ganz schön verzwickt. Und trotzdem macht es saumäßig Spaß. Mir macht das Spiel echt Spaß. Auch wenn es eigentlich vom Prinzip her immer das gleiche ist. Du rennst hier die ganze Zeit bloß umher, suchst dir deine Schlüssel zusammen und dann halt die passende Tür noch dazu, ne? Aber trotzdem ist es dennoch richtig krass gemacht. Da kann man wirklich nichts sagen. Ich glaube. Ich glaube, wir gehen einfach mal wieder rein. Bitte auf hier. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Raum? Wo, warte mal, warte mal. Jetzt fällt mir gerade was ein. Wo waren der überhaupt? Oh, nee.
Boah, das hat er für einen Schatten jetzt bitte schon wieder. Mach keinen Ärger, bitte mach keinen Ärger. Was? Weg! Okay. Wo sind der hin jetzt, der Schatten? War das nicht hier? War das nicht hier drinnen? Diese. Nee. Hä? Wo war das denn? Da ist eh noch zu. Scheiße, wo war denn das? Nee, im letzten Raum. Im letzten Part, der letzte Raum. Wo war denn der? Wo diese ganzen. Da standen so viele Blumen drinnen. Da möchte ich jetzt gerne nochmal hin. Verdammt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ey. Oder war das doch hier unten? War das hier unten? Ich weiß es nicht mehr. Ja, hier. Haben wir jetzt hier drinnen vielleicht doch irgendwas noch? Irgendwo müssen wir doch hier mal was finden wieder. Mann. Zu, ja. Licht, ja, haben wir ja, wie gesagt, gar nicht mehr. Strom ist ja weg hier. Im ganzen Haus. Wo sollen wir hin zum Teufel? Und das sieht doch aus, als wenn die auch nach draußen geht, ne? Diese Tür. Man hört ja jetzt auch wieder. Oder man hat ja eben auch wieder die Krähen gehört. Bloß, wo sind die denn? Fragen über Fragen. Jetzt geht das schon wieder los. Bitte nicht wieder Telefonstreiche hier, ey. Muss ich ja nun gar nicht haben. Alter. Natürlich sind wir wieder beim Clown. Hallo. Alles wird gut. Ich habe vollste Vertrauen, dass du da sitzen bleibst. Ganz artig. Du bist ein ganz artiger Clown. Warum ist eine der Krähen eigentlich nicht direkt mit den anderen zusammen weggeflogen? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Das würde ich auch gerne wissen. Und warum hat jetzt aber das Telefon geklingelt? Was hat denn das jetzt für einen Zusammenhang? Ja, das war die. Natürlich, jetzt liegt hier ein Schlüssel. Ach, jetzt hör doch auf. Den hätte ich doch vorhin. Wenn der hier vorhin schon gelegen hätte, dann hätte ich den hundertprozentig auch gesehen. Wollt mir keiner erzählen. Eigentlich können wir dann wieder nach oben. Weil mehr Räume hatten wir ja jetzt hier im Moment. Hier vorne jetzt also. Gar nicht mehr, ne? Und so müssen wir hier auch wenigstens an dem scheiß Clown wieder vorbei. Fühlt mich doch so ein bisschen wohler. Ehrlich gesagt, gehen wir direkt nach oben? Ne, warte mal, hier durch das Schachzimmer. Müssen wir. Jetzt müssten wir eigentlich wieder genau. Hier war. Der Verbindungsraum? Hier war noch zu, ne? Ne, ach, hier war die Küche. Achso. Mensch, dann haben wir die Räume ja jetzt hier auch bald alle durch, oder? Was ist denn hier denn noch? Da ist immer noch zu. Okay. Okay. Das ist doch Linda hier alles. Oder nicht? Coole Bilder aber auf jeden Fall. Könnten aber vielleicht oft auf manche Leute ein bisschen verstörend wirken. Nehme ich die Streichhölzer jetzt mit? Ja komm, ich nehme sie mit, was soll's. Und auf jeden Fall den Schlüssel direkt nochmal Licht an. Was liegt denn da noch? Komisch.
Ach, guck mal. Batterien. Und ein weiterer Schlüssel. So. Hier war das Zimmer mit den Uhren. Und eine verschlossene Tür auf jeden Fall noch. Die bleibt auch zu. Okay. Dann hätten wir hier noch eine. Bleibt zu. Okay. Die waren hier schon alle offen. Das ist nämlich, glaube ich, auch das Schwierigste bei diesem Spiel. Sich das so zu merken, alles so ein bisschen. Und das ist eigentlich, und das ist meistens gar nicht so leicht, weil gerade du hast ja die ganze Zeit diesen Druck irgendwo. Ach jetzt, ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nein, auch nicht. Hier? Zu. Hier würde nach draußen gehen, so wie es aussieht, ne? Passt auch nicht. Wo haben wir denn jetzt noch eine Tür, die zu ist? Da geht nach draußen. Hier geht wieder in den Raum. Hier ist der Clown. Hier war bloß auch nochmal so ein Zwischenraum. Alter, der macht mich fertig, Alter. Mittlerweile ist es jetzt aber auch schon wieder so bei dem Clown, weil jetzt wirklich die ganzen Folgen nichts passiert ist. Und ich die ganze Zeit damit gerechnet habe, lässt ja, der Schiss, dass jetzt was passiert, jetzt irgendwie so langsam auch ein bisschen nach bei mir. Und genau das ist nämlich verkehrt. Das passiert dann nämlich genau wieder denn, wenn du damit überhaupt gar nicht rechnest. Genau dann. Woanders war doch hier gar keine Tür mehr. Okay, Leute, da wird die Folge ja wieder extra lang für euch. Das freut euch ja, ne? Ihr kennt euch ja, ihr Schlingels. Das freut euch doch. Hier haben wir jetzt nur wieder diesen Verbindung. Diese Verbindung. Ah, hier war noch zu, ne? Genau. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Das denn hier? Ein Esszimmer nochmal oder irgend sowas, ne? Machen wir mal Licht an. Da liegen nochmal Streichhölzer, die brauchen wir aber noch nicht. Finden wir hier direkt noch einen weiteren Schlüssel? Nein. Finden wir nicht. Aber eine weitere Notiz. Als ich gestern Nacht in die Küche ging, hatte ich das Gefühl, einen Fernseher zu hören. Das kann nicht sein, der Strom ist nach wie vor weg. Aha, der Strom ist nach wie vor weg. Ja, das denkst du vielleicht. Vielleicht ist er in dem Moment gerade wiedergekommen. Kann man alles ein bisschen schlecht erklären. It's Mystery. Tag 14. Den wir jetzt aber leider nicht mehr erleben werden, meine lieben Freunde. Nämlich erst wieder im nächsten Part. Also, ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr wieder reinschaltet, wenn es heißt Pineview Drive. Ich würde mich riesig freuen darüber und bin jetzt schon gespannt, was uns an Tag 14 erwarten wird. Und wenn ihr das auch seid, dann schaltet wieder ein, wie gesagt. Und bis dahin, macht's gut und ciao.